Herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play von meiner Seite aus. Ein Minecraft Let's Play und zwar Minecraft Feed the Beat Rec. Oh, oder wie sich das schimpft. Ja, ich stelle mal kurz eine neue Welt, die nehmen wir mal. Wieder jetzt gut. Ah. Regrowth, ja, Regrowth. Ah, muss ich mal schieben off on. Dann nehmen wir mal einfach die Pop-up Lippe und create load. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Was müssen wir bei diesem Let's Play machen? So, dieses Modpack machen. Also wir haben es nicht mit Agrarian Skies oder Running Red oder Clouds of Darkness zu tun. Nein. Da haben wir wenigstens eine komplette Ebene. Wir uns sagen einfalten und downloading terrain, ja, das kann noch ein bisschen dauern. Was muss man, wie gesagt, da machen? Also wir müssen da auf jeden Fall was machen, verschiedene Aufgaben. Und da sind wir auch schon. Ja, wie ihr seht, haben wir es mit einem. Hier. Machen wir die Aufgabe hier. You've awoken from slumber once more. But this time things seem a little different. The world itself appears dead around you. A wasteland stretching off into the distance, dotted by the skeletons of trees. Accompanied only by gray boulders. Even more curiously, the earth seems barren. Try as you might, you cannot find a single deposit of minerals underground, leaving you to wonder what to make of this world. As you look around, you start to think about what it will take to survive here, and how you might try and help the world recover. So, wir haben hier verschiedene Aufgaben. Ich habe mir erstmal Hot Open. Wir brauchen Deadwood, Bergkaul und Flint. Also bei Flint kann ich euch sagen, wo wir das herausfinden aus diesen Dingern hier. So. Dann haben wir die ersten 100% Kohle, also diese Sharecoal. Holzkohle kriegen wir hier raus, genauso wie auch ein paar andere Sachen. Also aus diesen toten Bäumen. So. Sammeln wir noch mal ein bisschen Slate, weil die brauchen wir jetzt en masse. Also wir sind, wie gesagt, haben am Anfang nichts. Außer das, was wir hier vorfinden, können wir nichts machen. So. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja am Anfang was gemacht, aber irgendwie scheint das nicht akzeptiert worden zu sein. Gucken wir hier noch mal ein bisschen um. Das hier müssen wir auch noch machen. Das Gras kaputt machen, hier kriegen wir Belladonna Seeds raus. Dead Yellow Grass. Da kriegen wir nicht nur Belladonna Samen raus, sondern auch normale Samen. Wir müssen uns mit dem Wasser hier erstmal vergnügen. Wir kriegen auch hier Clay aus diesen Gräbern raus. Wir kriegen auch Bone Meal raus. Anfang. So, dann nehmen wir das hier.
Und wir kriegen natürlich Woodash aus diesen Bäumen hier raus. Später können wir die ja selbst herstellen. Also jetzt wird es erstmal gucken. Haben wir jetzt alle? 10. Okay, da brauchen wir noch 2. So, machen wir mal das hier. So. Einen braucht man noch. Normale Seeds brauche ich. Weil die werden... Weil das ist ein Projekt... Ah, Knochenmehl. Gut, 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 gut. Weil das ist etwas, was wir auch brauchen werden. So. Wir haben jetzt 40 mal... Also ich zeige euch mal, was wir machen. Hier können wir den X-Head machen. Eine Flint-Schaufel. Da machen wir lieber 2 von. Also wie eine Pike-Axe. Das brauchen wir nochmal. So. Was brauchen wir noch? Das brauchen wir einmal. Das können wir so machen. Also wir können die 2 Sticks hier so machen. Also so anordnen. Okay. Davon brauchen wir ein paar. Tak, 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 tak. Hier, so. Schon so, daraus kriegen wir einen Axt und brauchen wir einmal den hier sind Mattock, einmal sind Axt und eine Flintschaufel. Okay, das haben wir schon mal. Was essen wir jetzt? Und einen Wooden Tool Rod brauchen wir noch. Okay, wir brauchen noch einmal Clay, wir brauchen Pasta Seeds und Floral Fertilizer. Das bekommen wir alles auch hier aus diesem Gras raus. Am Anfang. Nach und nach können wir alles selbst herstellen. Ja, das. Was es mit diesem Gras auf sich hat, das... diesem Crack... Land. Oh, mir wird auch eine wichtige Rolle spielen. Okay. Davon brauchen wir auch 3. Wie gesagt, das wird jetzt alles am Anfang nicht wichtig. Ihr fragt euch, wo kriegen wir Dirt her? Das. Oh, dann brauchen wir jetzt noch einmal hier Pasta Seeds einmal und einmal Floral. Bei Dirt kann ich nicht sagen, wo wir das herkriegen. Wir kriegen das aus Höhlen. Aber Clay, wie gesagt, das brauchen wir erstmal hierfür. Bringen wir erstmal nur am Anfang aus den Gräsern. Später. Hier. Können wir das umwandeln. In Sand und Sand wiederum in was anderes. Also ihr seht. Es geht. Ja nichts übersehen. Alles also kaputt hauen. Ah, ein Seed. Den können wir hier oben erstmal hinpacken. Belladonna.
Haben wir wieder Clay. Zeige euch mal, was wir noch machen können. Wir können das hier schon mal machen. Ja. Ach, was sehe ich denn da hinten? Ja. Hallo. Waffe. Darf er noch rein? Dann haben wir dieses komische Ding da. So. Können Sie alles kaputt hauen? Anfang. Wichtig, dass ich hier alles schaffe. Und hier wieder sammeln. Das hier wird auch wichtig, später im Verlauf. Das packen wir hier rein. Na los, gib mir was Gutes. Los. Was hat bekommen? Keine Ahnung. So. Ich bin so schnell. Ah. Okay. Ah. Nicht gerade einfach. So, guck mal den noch platt. Dann suche ich noch eine Sachen hier ab. Also, die Monster, ich darf wir jetzt nicht. Geld finden wir jetzt. Hier haben wir so eine kleine Höhle, aber die suchen wir nicht. Müssen wir uns in Sicherheit erstmal bringen für die Nacht. So. Er hat sich ja voll auf mich abgesehen. Scheiße. Stirb schon. Stirb schon. Oh, da muss ich mal mich eingraben. So, bin ich schon mal für die Nacht gesichert. So, dann grabe ich mal ein bisschen tiefer. Oh, guck mal. Plötzlich taucht immer wieder auf. Und das meinte ich mit... Gucken, haben
haben wir noch eine andere Aufgabe, die ich schnell machen kann? Nein. Wooden Tool Rod. So. Das brauche ich auf jeden Fall. So. Pencil Station. So. Dahin. Partbilder. Und das. Dann haben wir wieder ein paar Sachen. Ja, und wie es weitergeht bei Minecraft Regrowth, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal, euer DJ Pautchen.